Ja, und jetzt gleich noch ein anderes Thema. Und zwar, ich hatte ja gesagt, es geht um Weiße Warte bzw. den Großraum Tangerhütte. Ja, da hat sich Folgendes ergeben, wie ich letztendlich auch bloß aus den Nachrichten, also aus der Zeitung erfahren habe, ist da ein unglaublich großes Feld geplant, ein großer Solarpark. Und jetzt haltet euch fest, von einer Fläche von 55 Hektar. Für die geneigten Fußballfans, ne, so ein ideal Standard-Fußballfeld genormt nach, wie soll man sagen, Bundesnormung für die deutschen Bundesligaspiele oder für Europa-Ligaspiele, wären das 77 Fußballfelder. Nur mal so, Fußballfelder, nicht jetzt die Tribüne mitgerechnet, sondern rein das Feld von der Fläche her. Und solch eine große Fläche ist jetzt bei Weiße Warte Tangerhütte geplant. Ich war jetzt leider nicht bei der Versammlung dabei, bei der Sitzung, wo eigentlich darüber beraten werden sollte, berichtet werden sollte, das ganze Projekt vorgestellt werden sollte, wann das losgeht, wie das abläuft, wo das überhaupt hinkommt. Vielleicht erfährt man da noch was, muss ich mal ein bisschen nachforschen. Auf jeden Fall ist das jetzt geplant, ein Riesensolarpark. Den hat es so in Sachsen-Anhalt, möchte ich mal meinen, noch nicht gegeben von der Größe. Ja, es gibt einen ähnlich großen Park, kann man gar nicht sagen. Es sind halt nur 11 Hektar, den es hier schon gibt. Aber 11 Hektar im Vergleich zu 55 Hektar ist doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das ist ein Riesenteil. Ist natürlich so eine Sache, okay, da wird halt sehr viel Landschaft mit verbaut. Ist die Frage, möchte man das überhaupt so viel Landschaft zu verbauen? Und die Frage ist, was haben denn wirklich die Anwohner davon, dass da so ein Riesensolarpark gebaut wird? Ja, natürlich, man könnte im Zweifelsfall sagen, wir sind halt unabhängig von der Stromversorgung über, wie soll man sagen, die Fernversorgung. Ne, notfalls können wir direkt den Solarstrom nutzen. Aber ich denke mal nicht, dass da eine Verbindung geschaffen wird. Anders könnte man ja zum Beispiel auch an solche Investoren herantreten und sagen, Moment, wir haben doch ganz viele Haushalte, ganz viele Häuser in Deutschland und eben dementsprechende Dachflächen. Warum mietet man eben nicht die Dachflächen, beziehungsweise sagt, wir nutzen die Dachfläche, dafür bekommt ihr euren Strom bezahlt und alles, was an Überhang ist, wird denn von uns auch nochmal vergütet oder so. Einfach, dass man die Dachflächen mal nutzt und nicht eben ja, extra noch andere Flächen zubaut mit Solarparks. Ich bin gespannt, was das jetzt wirklich werden soll und wie das weitergeht, wo es hinkommt, wann es wirklich losgeht, wann das Projekt beendet ist. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich belese mir mal ein bisschen, vielleicht höre ich darüber was und dann berichte ich euch das mal. Ja, weiter geht's.